never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want. Ja, Loredan aus dem Sportpark Welzenegg. SAK TV meldet sich heute zum Trainingsbeginn. Das ist der 13. Jänner 2014. Die Mannschaft ist voll motiviert, hat neues Outfit bekommen. Trainingsjacken, Trainingshosen, Jacken und alles. Und der Mann, der dafür verantwortlich ist und die Mannschaft ausgestattet hat, steht jetzt vor mir. Benjamin Wakonik, selbst langjähriger SAK-Spieler und SAK-Urgestein. Und immer da, wenn man ihn gebraucht hat, wenn der Marco oder andere gerufen hat, wir brauchen was, der Benjamin war da. Jetzt die Frage für unsere Hörer, was bewegt dann und warum hast du dir den SAK ausgesucht, um ihn neu auszustatten? In erster Linie ist der Marco zu mir gekommen und hat mir erzählt, dass sich der Club eben in Schwierigkeiten, was die Ausrüstung betrifft, befindet. Und selbst war ich Fußballer und ich weiß selbst, dass man in Zeiten, wo besonders wo immer eng an der Sache war, sehr froh war darüber, wenn man mit neuen Ausrüstungen ausgerüstet wurde. Für mich besonders noch dazu über Tormann. Ich habe sehr viele Torwart-Handschuhe in der Saison verbraucht und aus dem Grund habe ich mich auch dann für das auch entschlossen. Samson bio igralec nogometnega kluba SAK in vem, da je zelo pomembno, da se prav takrat v stiski klubu pomaga, če se če temu slučaj. Gospod Marko Viza me je za to tudi naprosil in seveda, ker imam izkušnje tudi, kaj pomeni, če si v nogometni ekipi, pa da nimaš opreme, pa da nisi dobro opremljen, da to ni v prvi vrsti, se ne moreš več posvetiti igranju, pač pa ima samo skrbi, s katero opremo boš išel na igrišče. Zato sem se pa potem tudi sam odločil, da bom nogometnemu klubu SAK, kar se tiče opreme, tudi pomagal. Am 7. März geht ja die Meisterschaft wieder los mit einem Auswärtsspiel gegen den LASK. Was erwartest du dir jetzt vom SAK mit neuen Outfit? Müssen sie ja voll motiviert sein. Sie haben ja zum Teil jetzt in der Rückrunde oder in der Hinrunde sensationelle Spiele geliefert. Wie siehst du die neue Saison? Was erwartest du dir vom SAK? Wo wird am Ende der Saison tabellenmäßig liegen? Nun, in erster Linie erwarte mir vom SAK, dass er die Saison so gut, wie er es ihm vorher aufgehört hatte, auch weiterhin spielen wird. Selbst bin ich sehr optimistisch und ich gehe davon aus, dass der Club auf jeden Fall auch am Ende der Saison sehr gut abschließen wird. Kot rečeno, sam si zelo pričakujem od SAK, da bo nadaljeval dobro lansko letno sezono, jesensko sezono. Sam si pa tudi pričakujem, da bo s koncem letošnjega leta ali pa te sezone SAK znova zelo dobro uspel v tabeli sami. Dann darf ich mich noch auch im Namen der Mannschaft bei dir recht herzlich für die neue Ausrüstung bedanken und alles Gute wünschen. Voilà, danke sehr. Musik.